Chicken Fingers with a Secret Sauce, Trapper's Kitchen. Das haben wir noch nicht gesehen, yo, oder? Yo, yo. Season 5 haben wir noch nicht gesehen, oder? Mit der Secret Sauce. Die habe ich auch schon mal selbst gemacht. Wer von euch kennt Raising Cane's? Nick Beats, wie findest du eigentlich mein Profilbild? Sorry, wir sind nicht mehr in einer Beziehung. Ich möchte das nicht mehr, dass wir über Profilbilder reden. Ich kann das gar nicht mehr sehen. Das ist eine amerikanische Fastfood-Chain, die sich auf Chicken Fingers spezialisiert hat. Ja, wir waren nie. Sorry, und das ist immer das, wo ich mir dann am Ende des Tages denke, okay, vielleicht waren wir es auch wirklich nie. Du hast recht, vielleicht waren wir es wirklich nie. Das Restaurant 1996 in Baton Rouge, Louisiana. Und heute gibt es 600 Locations in den USA. Und heute holen wir Raising Cane's in die Trap House Kitchen. Es geht! Raising Cane's ist vor allem in den Südstaaten der USA verbreitet. Es gibt viele Locations in Texas, in Louisiana, aber mittlerweile auch in Cali und so weiter. Und viele Leute sagen, bei Raising Cane's gibt es die besten Chicken Fingers, Chicken Tenders. Heute versuche ich es möglichst originalgetreu nachzukochen. Aber bevor wir loslegen, müssen wir natürlich den Respekt erweisen an den Squad. Ich war aber auch noch nie da in diesem Restaurant, right? Also, boah, jetzt rede ich da auch schon mit Right und so. Hallo, wer sind wir hier? Ich war noch nie in diesem Restaurant, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob es lecker ist. Notification, Gang, check, we lit. A Raising Cane's Meal besteht aus Chicken Fingers, Fries, Coleslaw und Texas Toast. Wir starten mit den Chicken Fingers. Okay. Hier haben wir wieder A1, Grade A, feinstes Geflügel. Und bei Raising Cane's werden wir die Chicken Fingers Chicken Breast Tenderloins verwendet. Die Tenderloins sind der zarteste Teil vom Chicken und befinden sich, hier haben wir die einzelnen Chicken Breasts und das Tenderloin ist dieses Teil hier auf der Rückseite der Breast. Was? Für die zartesten Chicken Fingers. Jetzt zeige ich euch was Cooles. Diese Chicken Tenderloins, diese super zarten Chicken Pieces, haben einen negativen Aspekt und zwar hier befindet sich eine recht starke Sehne, die wir entfernen für den ultimativen Genuss. Junge, er ist einfach nebenbei noch Metzger geworden, Chat. Wir graben diese Sehne, nehmen gleichzeitig ein Knife. Ich arbeite hier wie ein Surgeon, wie ein Chirurg. Meinem Skalpell die Achillessehne des Chicken Fingers. Die Achillessehne des Chicken. So, Dalle. Wow. Guck, wie nice. Wie Omega Lumi. Hier sind schon zwei ausgelöste, von der Sehne befreite Tenderloins. Jetzt haben wir schon drei Tenderloins. Wunderbar. Wir haben jetzt schon vier Tenderloins. Und jetzt ist allerhöchste Zeit für den Kitchen Drip. Okay. Pass mir die Apron. Pass mir die Apron. Nice Assist. Wie Steve Nash. So Dirk Nowitzki. Alter. Also das ist auch wieder... Exklusiv erhältlich auf www.glowup.store. Nick, wie läuft Sport? Richtig gut, wenn man krank ist. Also ich kann das auch nur empfehlen, wenn man irgendwie sich krank fühlt oder sowas. Geht zum Sport und schwitzt euch aus, macht richtig krasses Kraftsport, weil danach seid ihr einfach wieder gesund. Also es wird auch nicht auf dein Herz gehen oder dich noch platter machen. Nein, wenn du krank bist, dann richtig Sport machen. Das ist richtig gut. Nein, okay, Chat, macht das auf gar keinen Fall, ja? Hört mir zu. Ballen! Das Chicken wird nun mariniert. Wir machen eine Marinade aus Buttermilch, einem Ei und Garlic Powder. Whip it up. Whip it up. Die Chicken Tenderloins befinden sich in der Marinade und kommen jetzt in den Kühlschrank für mindestens 2 bis 24 Stunden. Nun 2 bis 24 Stunden, was ist das für eine Angabe? Pären wir den Coleslaw. Ich habe hier diesen herrlichen Rotkohl und Weißkohl. Let's go! Made in Germany, deutsche Ingenieurskunst. Wir shredden den Cabbage.
Unsere Coleslaw-Mischung. Für unser sweet, tangy, creamy Coleslaw-Dressing benötigen wir Buttermilch, Mayo, Shoutout an dieser Stelle an OJ Mayo, Zucker, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und weißen destillierten Essig. Das Mengenverhältnis mache ich einfach nach Gefühl. Mayo, Buttermilk, Lemon Juice. Sassi, diese Buttermilk da, Alter. Salz. Pepper. Und ein wenig von unserem destillierten weißen Essig. Okay. Distilled Vinegar. Mix it up. Und Vinegar. Das Dressing unterheben. Ab damit in den Fridge für 2 bis 24 Stunden. Trap House Kitchen, der Ort, wo die Lemonade noch selber frisch zubereitet wird. Homemade. Jeder Dude und jedes Girl, das wo Swag am Heaven ist, sollte verfügen über einen Lemonade oder Kool-Aid Pitcher. Okay, habt ihr sowas? Für unsere hausgemachte Lemonade nehmen wir dieses nice Produkt. Klar, hier. Oder? Country Time Lemonade. Hier habe ich noch einen Lemonade Spoon, perfekt geeignet. Kaltes Wasser und mit dem Lemonade Spoon gut verrühren. Ab damit in den Fridge. Und jetzt machen wir die berühmte Secret Raising Cane Sauce. Das Rezept dafür ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse auf der Welt. Oh, was? Nur ein paar General Manager von Raising Cane's kennen das Recipe. Mayo, Ketchup, auch Catsup genannt, ein Splash Worcestersauce. Worcestersauce, die ist krass. Garlic Powder. Und hier noch eine Secret Zutat, Tony Chachir's Original Creole Seasoning. Alter. Und einfach alles verrühren. Er hat's einfach geleakt. Und so sieht meine Copycat. Digga, Moneyboy weiß auch safe die Geheimrezeptur des Krabbenburgers. Deckel drauf. Für die Panier unserer Chicken Tenders 180 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Maisstärke, 1 Teelöffel Backpulver, 120 Gramm Panko, das ist Paniermehl aus der japanischen Küche, wir haben hier eine Spice Blend aus Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Knoblauchgranulat und Zwiebelgranulat in gleichen Teilen. Spice Blend zu unserer Mehlmischung. Gut verrühren. Und hier Buttermilch und einen Teil der Spice Blend. Unsere über Nacht marinierten Tenders ins Mehl. In die Buttermilk. Also das auch da, das hast du einfach und alles noch da. Noch einmal ins Mehl. Okay. Und auf ein Cooling Rack. Hier sind unsere Chicken Tenders auf dem Cooling Rack. Das sieht jetzt schon ziemlich crispy aus. Auf dem Wire Rack. Die panierten Chicken Tenders bleiben jetzt 10 bis 15 Minuten auf dem Wire Rack. Und check das aus, mein neues Mixtape The Lost Tape 3. Jetzt überall digital erhältlich. Das sieht aus wie aus Dschungelcamp, als wäre er Kandidat. Hört euch alle Tracks an. Jeder einzelne Song ist überdope. Ich gell. Ein Menü bei Raising Cane's wird serviert mit Texas Toast, Crinkle Cut Fries und Coleslaw. Und die typischen Drinks sind entweder Sweet Tea oder Lemonade mit Crushed Ice. Und noch eine wichtige Info. Alle Gerichte, die wir hier in der Trap House Kitchen frittieren,
mit meiner Fritteuse könnt ihr selbstverständlich zu Hause auch in einer Pfanne oder in einem Topf mit reichlich Öl machen. Und wenn ihr ein Thermometer habt, ein Küchenthermometer, könnt ihr immer gucken, dass ihr die richtige Temperatur habt. Für unseren Texas Toast, geschmolzene Butter. Gut, dass ich die Apron anhab. Wow. Und Garlic Powder. Und jetzt die Crinkle Cut Fries. Wie man die macht, habt ihr bereits gesehen in Season 5, Episode 1. Lemon Pepper Wings mit Crinkle Cut Fries. Unser Coleslaw ist ready. Unsere Chicken Tenders werden bei 190 Grad 6 Minuten frittiert. Die Birds nehmen ein Bad. Wow! Guckt euch diese Chicken Tenders an. Perfection. Ui. Er richtet das auch immer so an wie im Fastfood-Restaurant, ne? Ist crazy. Lemonade mit Crushed Ice. Original wie bei Raising Cane's. Wow, so nice. Sieht das nicht toll aus? Ein voller Erfolg wieder mal in der Trap House Kitchen. Wir kommen zum Geschmackstest. Chicken Finger. Bruder, das ist ja ultra massiv, das Chicken Teil, Canada. Alter. Das ist ja fast so ein Schnitzel. Ich probier mal ohne Sauce. Super lecker. Kleiner als drei. Crispy, awesome crispy. Innen moist und tender. Spicy. Einfach perfekt. Das marinated chicken meat. Raisin Cane's Sauce. Fries. Und natürlich der Coleslaw. Sweet, tangy, creamy. Crunchy. Texas Toast. Ja, Digga, das sieht so lecker. Also, obwohl ich das nicht essen würde, so wegen Fleisch und so, aber ich finde das so tasty, Digga. Und das Ganze wird runtergespült. Boah. Mit der Lemonade. Es gibt keinen besseren Sound als Eis in einem Styrofoam Cup. Die Hater gaben mir Zitronen. Und ich habe daraus Lemonade gemacht. Sheesh. Ein Traum. Sheesh. Yes, sir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von mir. Sick, 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 sick episode.